BMW komme ich nicht hinterher. Hat aber auch eine 34,9 gestern gefahren. Also streng dich mal an. Wer hat eine 34,9 gefahren? Der Watts. Gestern. Die sind Feuer mit BMW. Krieg ich jetzt 10 Euro Jäger hier. So. Da bist du ja konkurrenzlos bisher, glaube. Ja, der Schönheitsfahrer, wie man so schön sagt. Ja, aber fährt keiner bisher das Auto, also von daher dürftest du nur Erster sein. Nee, es zählen ja nur die Autos, die hier angegeben sind, das sind ja. Ach schade, wäre doch schön gewesen. Wenn du den V8 fahren würdest, dann könntest du dich einordnen, sonst ja. Nicht. Ja, aber ich meine, der erste, der einzigste Erste, du fährst dann und dann. Tja, da war's das wohl. Dann müssen wir das Budget aufstocken. Oder es hat ein Mitleid, dass du den 12er gefahren bist. Oh, sorry, Matze, ich hab dich nicht gesehen. Den hast du aber hören können. Ich hab's tatsächlich gerade echt nicht mitbekommen. Alles ich hab gut. Den im letzten Moment nur gesehen. Wo der gerade angeschossen kam, in die erste Kurve wollte. .461 hat sich nichts verändert, okay. Ja, hab schon gedacht, Dana hätte einen Report gemacht, ey. No, was ist das, ein Hotlap-Server? Der Käsige von gestern da. So. Genau. Was machen wir eigentlich hier? Ja, wir trainieren hier für das Community-Rennen. Für ein Humor. Bei Humor. Für Humor. Ja. Also ein großes Team, ne? Nee, gegen Humor. So. Das nehme ich mal jetzt erstmal. Das machen wir erstmal einen Clip draus, ne? Ist so, wir wollen doch schneller sein wie Homer, also ist es gegen Homer. So, wie viel Sprit habe ich denn eigentlich dabei? 23, 2, 2. Na, da wollen wir mal. 1,5 Stunden haben wir jetzt noch. Gott, für eine Lautstärke ist es okay. Chat, ihr meldet euch, wenn es, zu laut ist, ne? Gerade eine der wichtigsten Kurven richtig verkackt gerade. Hier ist mal eine Zeit gesetzt, jetzt ist eine Referenz da. Bin wieder da. Jo, WB-Maus.
Oh, verdammt nochmal, ey. Die letzte Kurve, ey. Warum? Da wäre die 35 gewesen. Verliere ich die Karre auch noch. Güni, servus. Na, mein Lieber, wie geht's dir? Oh, ich will nur die 1-4-3, nicht schon wieder. Hm. Du musst auf dem Grauen bleiben, ne? Ich weiß. Ah, verdammt. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht abholen. Ja, alles gut. Ist ja auch eine schnelle Runde. War. Ja. Ja, ja. Kann ich auch hinterher fahren. Ich bin zurzeit bei Circuit of America, die 25 Minuten da die Rennen zu fahren. Um Safety Rating ein bisschen hoch zu bekommen. Um ein passendes Setup auch für den McLaren da zu bekommen. Ich finde die geil. Weil das Tolle ist. Wie heißt das schön? Das erste Mal, wo ich auf der Strecke dann gefahren bin, direkt im Dunkeln. Ja, das erste Mal. Direkt im Dunkeln. Habe ich auch gedacht, ja super. Wir waren zwar nur zu dritt in dem Rennen diesmal da gewesen, aber hey. Zweimal überrundet und ein Podium im dritten Platz. Ja, sage ich nicht nein. Ja, die, weißt du, beim Formel 1 2010, 2011 oder so, kriege ich die Strecke einigermaßen hin, aber bei AC, also. Beim ACC, das ist so brutal, ey. Also. Da, vor allem, du darfst nicht so links, rechts, also diese Schikanen da. Also selbst mit dem. Ich weiß nicht, mit dem vierten komme ich da noch durch, aber. Rollen lassen, ne? Dann bin ich zum dritten runterschalt. Und dann das erste Mal habe ich meine Qualifying. Habe ich sie gepackt. Aber ich bin dann direkt bei dieser schönen rechts-links irgendwie zu doof. Hab hochgeschaltet in den zweiten, auf einmal kam's Heck rum. Ja. Warum auch immer. Naja. Ja, die. Was ist denn eigentlich momentan bei der LFM momentan dran? Ich hab ja noch gar nicht die, Die Liste weiß ich ja noch gar nicht. Ich
Ich habe dich aber gestern noch gesehen, wo du ein bisschen mit der Community gefahren bist. Schlug da ab und zu mal ein bisschen mit. Aber gefällt mir auch richtig, was ihr da habt, ey. So, fahren wir noch mal ein paar Ründchen. Dass wir die Klapperkasse heute noch ein bisschen in den Griff bekommen. Für das Community-Rennen bei Humor. 1,40 geht's zu knacken. Und hier wird erwartet, dass ich eine 1,39er Zeit bekomme. Ne, Männer? Ja, ja, sicher. siehst du, König, hier wird schon so motiviert hier. Unter dem gehst du hier nicht vom Server. Und wenn es die Nacht dauert, da ist nichts mit Kota. Und dann habe ich so Augen wie ab durch die Hecke. Ja. Ja gut, den Streckenguide, den habe ich mir damals von... Den Link hast du mir geschickt damals, so von diesem, wie heißt der? Hat... Dieser ältere Streamer mit dem Bart. Brille. Ja, genau. Genau. Lag ich abends noch im Bett, voll müde, aber guck mal noch ein Tutorial an, ey. Naja, wie heißt's bekanntlich? Versuchst du vorm Schlafen noch was zu lernen, behältst du es dir auf jeden Fall. Meine Fresse, Alter, was ist das denn? Zögern, scheiße hier. Rotze ich jetzt auch mal die Runde um die Ohren, ey. Nur zu. Thank you.
1,47. Na, guck mal. Das ist genau die gleiche Scheiße wie gestern. Ja, aber gestern bist du mit 43 angefangen. Also, ran da. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich habe auch wieder ganz unterschiedliche Reifendrücke. Aber hier kannst du perfekt einstellen. Ja. Weil die Temperaturen von Anfang bis Ende immer gleich sind. Ach, verdammt, ey. Ach, diesen. Verschütze, also heute Abend ist die Dusche auf jeden Fall gerechtfertigt. Er ist heute Mittag ein bisschen Fahrrad gefahren. Die Muskel zu lockern. Locker durch die Hose atmen, wie es bei euch manchmal so heißt. Arschbacke zusammenkneifen, dann durch. Nächste Runde. Aber warum kriege ich die 1,40er Zeit immer noch mit TC2 hin? TC2 natürlich weniger korrigiert und mehr Gas geben kann, ohne dass die Räder ständig durchdrehen. Ja, aber. Weil sonst drehen die ja ständig oder korrigieren dich. So, durchdrehen tun sie natürlich, desto kleiner dein TC ist. Aber sie korrigieren nicht ständig und somit hast du mehr Geschwindigkeit dann wahrscheinlich. Du musst halt nur ein bisschen gefühlvoll aufs Gas gehen. Ja. Viel Liebe fürs Gas, ne? Mhm. Aber nicht, dass jemand neidisch geht. Schon mal mit Stumpf gefahren. Könnte vielleicht bei mir besser helfen. Ja. Ich hab schon wieder dieses. Es ist nicht normal. Es fängt schon wieder an. Dieses blöde Bremspedal. Das schlägt aus, als alt ist. Das schlägt aus. Mhm. Ja, die Achse da, das ist. So. Das ist, vor dem G27, da die Pedale sind immer so. Da war ja was mit den Klumpfüßen und so, ne? Mhm. Ja, wenn du sie leicht antippst, schlagen die schon aus. Die gehen dann nämlich auf 0% zurück, die bleiben dann auf 3% immer stehen. Das merke ich bei OMSI, das merke ich bei ETS. Ja, macht das jetzt so und höher. Ja, habe ich ja. 5%, das muss reichen. Right.
Gleiche Fehler wie immer. Ich aber auch gerade an der beschissensten Stelle überhaupt. So, das Gaspedal von ihm ist doch in Ordnung. Und die Bremse von ihm nicht. Wer ist denn hinter mir? Ich bin das. Marvel. Jetzt neben dir. Ja, toll, dass die Runde ungelöscht ist. Aber jetzt, ey, das Auto habe ich gerettet oder was, ey? Was für eine Ironie. Nächste Runde. Und dann gibt's wieder so Lachen auf YouTube. Oh, perfekt die Kurve geholt. Das erste Mal, ey. Oh. Krieg ich das denn nicht mehr zusammen jetzt? Was ist das denn? Sie ist möglich mit dem zweiten zu packen, ey. Nicht unbedingt, dass das so schneller ist. Das Ding hat also zwischen der ersten und zweiten
Bei 90 hat er auf jeden Fall immer die Probleme, dass er da nicht irgendwie... Ah, guck mal da, was du da noch ein Zeitschiff gerade rausgeholt. Nicht gucken, war lieber nochmal Zeit. Aber du hast gerade richtig Zeit gut gemacht. Vergaß, du fährst ja deine Maus grün. Schön im Gang, schön. Zu früh. Auf der rechten Seite ist in der Kurve so eine orangene Markierung. Das ist normal die Stelle, wo du auf Gas stiefeln kannst. Vollgas. Jo, haben wir den Rasenmäher bitte? Zur Kurve Pirelli bitte. Der ist auch vorne wieder viel zu heiß, ey. 26,5, ey. Ja, das ist ja der Druck, aber der ist ja nicht zu heiß, sondern der Druck ist eher niedrig. So optimistisch. Ah, das sah doch gut aus. So, ne. Rausgekommen.
wird immer mehr. Oh. Geht ja nur darum, erstmal Strecke kennenlernen. Immer noch. Also manche Stellen sehen sogar schon sehr gut aus. Nur in den schnellen Bereichen, da bist du immer zu spät dran. Zum Beispiel, wenn du hier rausfährst, halte dich rechts. Schön rechts, 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 über das Weiße drüber hier. Und dann kommst du in diese Kurve schon ganz anders ran. Ich krieg aber keine einzige Runde hin, ne? So, bis auf 35,9. Ja, nach 20 Runden. Ja. Du musst halt üben. Aber gestern bist du 35,6, meine ich, gefahren doch schon, ne? Nee, 35. Ich meine schon. 7 wäre eine Liste V mehr. Oder 7? Okay. Oder 8, glaube ich sogar. Auf jeden Fall waren da noch 3 Zehntel drin. Nee, das war nicht gestern, das war vorgestern, glaube ich. Naja, vorgestern war das. Ah ja. Mensch, Jürgen. Hm? Hast nicht aufgepasst, Mensch. Ah, schon spät. Naja, spät, sagt er. Ist das Alter. Ja. Riecht schon nach Erde hier. Riecht schon nach VWs, ne? Wer kommt denn da angeschossen? Marvin. Ja, Arschplatz. Ja. Mann! Das darf ich ein bisschen Ferrari Luftstopper, ne? Kannst du die Linie angucken? Ich weiß nicht, ob du die Linie mit dem fahren kannst. Nein, aber in etwa. Wo es lang geht. Grau oder weiße Linie? Weiße Auto da vor dir. Versuch mal in der letzten Kurve, statt vom Gas zu gehen, mit der Bremse ein bisschen abbremsen, aber auf dem Gas stehen bleiben. Vielleicht geht das mit dem Auto gut. Ich muss gerade was sagen, das war eine schöne Aussicht, ey. Da kann man sich gerne mal hinstellen, wenn man anfeuern will, ey. Ja, du bist doch ein lustiger Lastboy hier, ey. Da geht's zum Spannen. Ja. Ah, Mann, ey, aber... Es kann doch nicht sein, dass du mit Map 2, TC3 und ABS 3 noch ein bisschen was rausholst aus der ersten. Ah, so, egal. Konzentration. Naja, desto höher TC, umso mehr korrigiert er für dich, aber normal ist es langsamer. Mach mal was anderes.
Ich hab schon. Da will er nicht. Da will er überhaupt nicht. Und ich war schon bei fast 15 Grad Lenkeinschlag, ne? Und die Reifen liegen gut, aber er wollte nicht. Warum auch immer er nicht wollte. Also, dass der Lenkeinschlag sehr, sehr hoch ist, das sehe ich. Weil du schon in der einen Kurve fast über 90 Grad bist am Kurbeln drin. Was haben wir gesagt, der war bei 480, ne? Lenkeinschlag. Achso, der. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, wie gesagt, das ist halt Aston-Einstellung, was ich da hatte. Ansonsten gehst du halt im Setup weiter runter, wenn noch geht. Da frage ich jetzt echt einen Profi. Wir hatten ja mal, oder ich hatte ja gestern mal festgestellt, dass ja das mit dem mechanischen Grip hier, Lenkübersetzung, die 16. Genau, und wenn du den niedriger hast, umso intensiver oder so schneller dreht er sich in die Kurven. Desto höher, umso mehr musst du kurbeln. Also umso mehr musst du einschlagen, damit das Auto reagiert. Matze, du hast gestern noch irgendwas gesagt wegen der Bremsverteilung. Dass du dir ja nochmal umgestellt hast, komplett auf. Auf 57 vorne, glaube ich. Also macht jetzt nicht so den großen Unterschied, aber. Holst du vielleicht nochmal ein, zwei Zehntel raus? Hilft auf jeden Fall den Reifen etwas kühler zu halten. Na gut, dann speichern wir das mal auf den Test 2. Du hast jetzt allerdings TC1, ne? Eingestellt und gespeichert. Ja, das. Also. Okay. Ist Ziel. Kann man immer noch variieren. Eieiei. Warten wir noch einmal. Marvin kommt. Mal vorbei. Immer treffe ich dich irgendwie, ne? Ja. Du weißt ja, ich liebe am Auspuff des Ferraris zu schnuppern. Es gibt ja sowas Ferrerisches. So, übertreiben, gewinn ich erstmal ein. Und hier weiter links. Links, links, links. Ja, und jetzt bremsen. Oh, viel zu spät. Oh. Da oben ist so ein schwarzer Fleck irgendwie auf der Straße. Den musst du schon als Bremspunkt nehmen, das Minimum. Gibt es doch nicht. Meine Fresse, Alter. Hier ist ja Light Damage an dem Rear. Ist klar. Hat das Maul. Wieder den vor der Nase hier. Ey, das gibt's nicht. Wir haben aber ein scheiß Timing. Ey. Meine Fresse, er hat ein Timing, wenn er rausfällt, komm ich an. Und ich, wenn ich rausfahre, hab ich einen Dreck wieder vor der Nase. Gibt's doch nicht. Jetzt ist er auch noch auf der schnellen Runde.
War. Ja, verloren, aber trotzdem. War noch ein positiver Augenblick. Jetzt weiter links und oben an der Kuppe schon bremsen, da Mitte des Curbs. Und jetzt Gas, 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 Gas. Interessante Linie. Komme gleich wieder, Tele, mit meiner Nervensäge. Könnte man auch machen. Wenn das nicht wäre. Das ist zu arg. Das ist zu arg. Was heißt zu arg? Also zu aggressiv für dich. Ja, das ist zu arg. Also 15. Die 15 muss passen, also. Nenn's 15,5 oder so. Aber. Ja gut, das musst du, also das muss jeder für sich auch einstellen, weil jedes Lenkrad ist halt anders. Auch wenn man ein gekauftes Setup hat, das heißt nicht, dass es perfekt für dein Lenkrad ist. Weil je nachdem, wer es gefahren hat, hat ein anderes Lenkrad und schon passt halt nicht mehr. Da muss jeder rausfinden, was so für ihn passend ist. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du ja, was du auf Spa und an den anderen Strecken immer so stehen hattest im Setup. Das ist eine gute Frage. Weil das ändert sich eigentlich eher weniger. So, rein noch mal rein. Ja, das war nämlich die Force Feedback Steige, ist nämlich schon wieder flöten gegangen. Ach Mann, ich hasse dieses bei dem Programm da. Kaum bist du einmal draußen und dann kommt sie immer wieder. Achso, wenn du rauskappst, oder? Ah ja. Dann schaltet sich die Force Feedback Stärke nämlich direkt ab. Und dann meinst du mir dann hier den allergrößten Finger zu zeigen, den ich noch hab. So. Aber ich glaube, ich habe heute um 8 Uhr wirklich nicht nochmal den Nerv. So, Mausi, du hast mir was geschickt. Ach, dein Chili con Carne Bildchen da. Nee.
So. Ah. So. Mach mal am besten mal 20 Liter rein. Mach mal Hot Lab. Gibt es doch einfach nicht, Mann. Also ohne Witz jetzt, ne? Das kann nur ein Gefühl für mich bei mir sein, aber ich kriege keine beschissene Runde mehr hin, ne? Egal in welchem Auto. Und die Temperaturen sind doch genauso wie gestern, oder nicht? Ja. Ja, klar, die ändern sich auch nicht. Ja, aber mir lenken momentan die Autos irgendwie nicht ein. Und ich sitze genauso wie gestern. Vielleicht einen schwachen Bremsfuß heute, also dass du nicht kräftig reindrückst oder so, dass er schlechter bremst dadurch. Bei mir ist es Schlafmangel. So, die Geschwindigkeit. Du brauchst jetzt eine 1,39 langsam hier, mein Freund. Deswegen sag ich ja, 20 Liter rein sind eh nur noch 10 Minuten. Schlafmangel. Echt, ist die Welle, das wusste ich gar nicht. Natürlich kriege ich die wieder beschissen. Jürgen, habe ich das richtig gelesen? Samstag fällt bei euch aus, oder? Ja. Haben nicht genug Fahrzeuge. Hm. Ja, aber ich bin da über den Discord drüber gegangen und dann dachte ich, Moment mal. Jürgen meinte doch irgendwie, diesen Samstag wird gefahren. Ich glaube, gestern hatte ich das gelesen. Ja, ja. Nee, haben sie abgesagt, das Ding. Hm, schade. Oh, Mann. Meine ja, festen deine 2.16. Wäre ich? Nein. Ja, ja. Also, sowas von. Ich war meinem ehemaligen Trainer richtig um die Ohren. Ui. Der hätte ja selber noch einen Teamkollegen gesucht und konnte nicht antreten. Ach so. Also, es waren irgendwie 3 BMWs gemeldet. 3, nicht BMWs, sondern 3 GT3s. Also, ein bisschen wenig für 6 Stunden. Ja, doch. Ein bisschen wenig. Ich meine, hat zwar noch einige GT4s dabei, aber trotzdem. Kannst du auch Grand Hatch machen oder so vielleicht. Da ist noch eine recht kleine Strecke. Ah, hier, der Bart. Er haut jetzt richtig einen raus. Schön, schön. Und das. Sehr schön. Na, guck mal hier.
fast 2 Sekunden im Delta. Okay. Willkommen in dem Pünktchen immer näher. Willkommen näher. Man muss nicht gleich eine 36 fahren, ne? Also 39 reicht erstmal. Aber du hast gemerkt, da war einiges drin. Ja. Da liegt noch viel Zeit. Das sind halt die schnellen Kurven, wo du am meisten Probleme hast, sag ich mal. Oder wo du am meisten Zeit dann wieder liegen lässt. Okay. Wir setzen noch eine Stunde drauf, ey. Ist mir egal, ob ich jetzt noch was habe, aber das will ich heute noch in den Griff bekommen. Allerdings machen wir das anders dann. Du musst ja keine 100 Liter reinpacken. Pack 50 Liter oder sowas ist Rennsprit normalerweise pro halbe Stunde. Halbe Stunde? Ich mache eine Stunde draus. Ja, schon, aber du kannst ja eine halbe mit Unterbrechung machen. Schluck Wasser trinken und wieder raus nochmal. Weil die Reifen sind irgendwann ja auch auf, ne? Oh, machst du wie Matze, drehst dich gleich wieder und fährst direkt wieder in eine Box. Ja, na gut, dann mache ich mich nochmal frisch und dann können wir gleich weitermachen. Die 4 Minuten holen wir uns dann noch. Nein, es gibt jetzt keine Werbepause, das machen wir jetzt nicht. Kein Bock drauf. Warum krieg ich diese Scheißkurven nicht mehr, Mann? Ja, drifte noch ein bisschen bei TC6, Junge. Alter, ey. TC6 und du kannst Drift King werden, Alter. Frisch gewaschene Flosse, verschwitzte Handschuhe und ein abgegriffenes Lenkrad. Was willst du Besseres? Wie kann man denn so rutschen, Alter? Ich mach doch nichts anders. Heute sind aber nicht viele online auf Twitch. Ei, ei, ei. Also ich würde auch gerne nochmal, wenn ich schon jetzt diese 60 Liter drin hab, Map 2 fahren statt Map 1. Okay. Ich hab das, wie gesagt, vorhin aufgefallen, dass ich mir da in der ersten Kurve hier, der ersten, ersten, 1, 2, 3, 3 Zehntel rausgeholt hab, aber irgendwann dann wieder verloren hab. Naja, ich sag mal, das Problem ist, du hast 90 Grad Lenkwinkeleinschlag, so, wenn ich im Spiel das sehe. Du stehst aber auch voll auf dem Gas. Das heißt, du rutschst eigentlich nur. Du kommst nicht vorwärts. Bringt keine Geschwindigkeit, weil du nur am Rutschen bist quasi.
muss erst das Lenkrad ein bisschen gerade kriegen. Also so, ja, weiß nicht, 45 Grad oder so. Also wenn ich Vollgas geben. Vorher halt nur so ein Halbgas und langsam beschleunigen halt. Naja, bei zweiten. Also ich muss bei 60 km/h sein, sonst klappt das nicht. Da komme ich in die Patrouille. Schaltest du in der ersten oder in der zweiten? Weil dann kannst du nämlich direkt einen zweiten haben. Gibst du zu viel Gas, dann rutscht du. Mhm. Kommst aber besser aus der Kurve raus wegen der Beschleunigung. Ja, manchmal sieht man das halt, du verlierst Zeit in der Anbremszone, gewinnst aber Zeit, wenn du aus der Kurve rausfährst. Das heißt, dieses Glow-In, Fast-Out. Und manchmal kommst du einfach zu spät, hast erst richtig was im Delta, richtig grün, weil du sehr spät bremst. Aber du kriegst die Kurve so schlecht, dass du danach eine halbe Sekunde verloren hast. Scheiße. Also letztendlich gewinnst du zwar vor der Kurve, aber nach der Kurve hast du alles wieder verspielt. Weil die Beschleunigung nicht mehr da ist. Deswegen lieber etwas früher bremsen und später und dann hinter der Kurve dann Zeit gewinnen. Gut, dann machen wir das mal mit der Map 2. Dann einfach mal TC3 mal rein, dann ab geht's. Habe ich mir so viel Mühe gegeben, diese scheiß Rotze noch zu kontrollieren. Weiterfahren. Der Körb scheint gibt für dein Auto zu sein. Ah.
Aber mit 480 bin ich nicht gut bedient. Ist jetzt so, als ob der eben die 12 oder 14 hat, ist, ja. Mhm. Mann. Scheiße!
Warum verkacke ich es immer? Warum? Oh wow. Ich glaube, ich krieg heute echt nichts mehr auf der Reihe. Haben schon wieder so einen weißen hinter mir. Wow! Dem hat uns aber gezeigt. Den mache ich mal Feierabend. Oh. Ja, und morgen wahrscheinlich. Weil irgendwie, heute kriege ich nichts gewissen. Hier, der Watch ist wieder da, der fährt wieder top 2. Vor allem mit den Schirmen von der Strecke. Der war ja nicht am Meckern gestern. Quack oder wie er hieß. Naja, irgendeiner. Na gut, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen, ne? Auf jeden Fall. Tschüss. Oh, morgen nochmal eine Abendrunde. Es könnte klappen. Du wolltest mir gerade echt einen Schock verpassen, ne? Ich wollte dich eigentlich vorbeilassen, weil ich gedacht habe, okay, du wärst das Ding, dann bremst du dich lieber mal. Jetzt hat er am Mittwoch mal alleine Hose. Zumindest kann ich nur reagieren. War echt knapp. Hätte also, was man bei dir zum Beispiel sieht, Bata. Ja. Du gewinnst Zeit in der Kurve auch. Du gibst Vollgas und gewinnst Zeit. Dann gehst du kurz einmal vom Gas und verlierst auf der ganzen Geraden, verlierst du Zehntel. Also lieber langsamer aufs Gas, wenn das geht. Weiß ich ja nicht, wie das von den Pedalen her ist, aber... Oder etwas später. Das liegt an den Pedalen, das liegt an dem scheiß Fuß, der will einfach... Ja, oder ein bisschen später. Aber dafür dann draufbleiben. Dann kannst du draufbleiben. Weil sobald du einmal wegnimmst, verlierst du auf der gesamten Geraden. Ja, wie gesagt, Potenzial ist da. Das ja, ist da. Hast du den gesehen? Ah ja. Ja, ich habe halt schnellen Kurven. Ja, ich habe auch gar nicht mehr auf die Zeit so geachtet. Ich habe jetzt eigentlich voll den Tunnelblick, ey. Deswegen mache ich jetzt auch einen Cut, ey. Meine Lieben, das heißt, ich schicke nämlich euch auch jetzt weiter. Ich werde mich nämlich dann jetzt auf die Ohren hauen und gucken, dass ich um 3.30 Uhr wieder aufstehe. Das mit der Aufnahme für LS, das wird halt nichts, ey. Ich, das packe ich einfach nicht mehr. Bin am Limit. Yeah.
Dafür, dass ich gestern noch beim Pavel dann noch im Stream war, hab mein Biorhythmus jetzt gerade wieder so schön im Rhythmus drin. Wirklich. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, dass morgen die Strecke wieder einigermaßen besser ist. Hauptsache kein Regen. Ja, Hauptsache kein Regen, genau. Das ist die Hauptsache, ne? Also. So. Mal gerade mal fragen. So. Oh Mann, denn. Aber wenn ich sage, das ist schon kein LS, würde ich euch. Ja. Ich glaube, ich schicke euch dann zum lieben Gullideckel. Meine Lieben, da könnt ihr euch noch kräftig mit reinräumen. Da habt ihr noch einen schönen LS-Abend. Freunde, hat Spaß gemacht. Männer auf dem Discord auch, auf jeden Fall. Können wir gerne wieder morgen wiederholen. Und, ja. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao. Delta, verarscht mich da jetzt.